Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Lernvideo über Short Stories. In diesem Video erfahrt ihr einige Merkmale von Short Stories. Short Stories sind Kurzgeschichten. Das bedeutet, sie sind in der Regel relativ kurz. Aber es gibt noch weitere Merkmale. Unter anderem den unmittelbaren Einstieg. Das bedeutet, dass der Leser direkt in die Handlung mit einsteigt, ohne viel über den Ort, die Person oder die Zeit zu erfahren. Oft wird direkt am Anfang beispielsweise ein Personalpronomen benutzt, wie he oder she, und wir wissen gar nicht, um welche Figur es sich handelt, wie alt die Figur ist, wie sie aussieht, was sie für einen Beruf hat und so weiter. Und auch der Ort wird meistens nicht eingeführt. Meist erfahren wir erst im Laufe der Kurzgeschichte, an welchem Ort wir uns befinden. Des Weiteren gibt es meist nur einen Handlungsstrang. Das bedeutet, es gibt meist nur ein Thema, um die Kurzgeschichte sich handelt. Es gibt wenige Figuren, damit nicht von dem Thema abgelenkt wird. Und auch die Zeitspanne ist meist relativ kurz. Oft handelt es sich nur um einige Stunden oder einen Tag, in dem die Handlung stattfindet. Des Weiteren gibt es oft eine geraffte oder verdichtete Darstellung. Das heißt, es werden oft Ellipsen benutzt, damit der Text nicht zu lang wird. Und dementsprechend gibt es auch nicht viele Ausschweifungen. Die Natur oder die Umgebung wird beispielsweise nicht im Detail beschrieben, es sei denn, es dient dazu, die Handlung zu betonen. Du kennst nun die wichtigen Merkmale von Kurzgeschichten. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg beim Lernen.